Hallo und einen wunderschönen Sonntagabend. Ich hoffe, bei euch ist es nicht ganz so heiß wie bei mir. Wenn ihr es im Hintergrund irgendwie rotieren hört, das ist mein Ventilator. 30 Grad ist mehr, als ich aushalte und noch heißer kann ich es hier drin nicht haben. Heute Abend geht es um, ich muss jetzt die Kamera richtig finden, dieses schöne Buch hier, Ohren des Todes. Darin geht es um Edgar Allan Poe, eine Kurzgeschichtenanthologie. Und zwar ist das Besondere an dieser Anthologie, dass jede Kurzgeschichte eine Station aus dem Leben von Edgar Allan Poe betrifft. Und ich habe mir heute gleich doppelte Unterstützung geholt, wenn ich sie jetzt rüber geschaltet bekomme. Und zwar sind Florian Hilleberg und Sören Brecher hier bei mir. Hallo! Hallo. Jetzt dürft ihr reden. Ja, hallo und herzlich willkommen. Ja, erzählt uns doch Ja. erstmal beide, wie ihr zu der Anthologie gekommen seid. Was euch an Poe so fasziniert. Wart ihr vorher schon Fan oder war es erst, als Alicia sagte, hier Poe, schreibt was? Soll Nein, also vorkommen. ich muss, also ich bin Florian Hilleberg und ich wurde damals von Alicia Biondner, als sie die erste Anthologie der Ohren des Todes plante, eingeladen und muss sagen, dass ich wirklich schon, ja, eigentlich seit ich Teenager bin, also 14, 15, jetzt vielleicht nicht unbedingt Poe-Fan, aber doch sehr Poe-affin war und sehr früh eigentlich schon mit ihm in Berührung kam. Jetzt nicht nur über den Raben, sondern natürlich auch über seine Kurzgeschichten und habe mir dann auch zeitnah sein komplettes Werk, das gab es dann damals irgendwie für einen Spottpreis irgendwie bei den Bertelsmann-Krieg da irgendwie die Taschenausgaben. Und die habe ich mir auch alle zugelegt und alle Arten durchgelesen. Bei seinen Gedichten kam ich als Teenager nicht immer so mit wunderbar zurecht, aber ich war auf jeden Fall schon sehr fasziniert. Und ja, als mich Alicia Blömmerin fragte und auch mit dem Hintergrund eine bestimmte Station aus Poes Leben zu nehmen, da hatte ich dann auch sofort eine bestimmte Assoziation und ja, also brauchte dann nicht viel Überlegungsarbeit zu leisten. Und bei dir, Das ist Sören? ja schön. Ich hätte eigentlich genau das Gleiche erzählen können. Vielen Dank, Florian. Ja, bitteschön. Ja, also bei mir ist es auch so. Also ich bin übrigens Sören Prescher. Das habe ich eingangs vergessen zu erwähnen. Ja, ich habe auch den Herrn Poe schon sehr früh kennengelernt als Kind. Kann mir auch entsinnen, ich hatte da mal eine Schallplatte vom Mord in der Rue Morgue. Die fand ich sehr, sehr faszinierend und auch gruselig in der Zeit noch. Und das ist dann irgendwie sehr hängen geblieben. Das habe ich mich auch relativ früh für Edgar Allan Poe interessiert. War dann auch sehr fasziniert von dem Gedicht Der Rabe. Das hatte mich stark beeindruckt, dass man halt auch Horrorgedichte machen kann. Und so habe ich mir halt dann das Gesamtwerk halt auch mal irgendwann vorgenommen und da einige sehr, sehr interessante Sachen gefunden, die mich vermutlich in meiner Schriftstellerei auch beeindruckt und beeinflusst haben. Ja, ich würde sagen, wir starten auch fast direkt los. Noch ganz kurz. Der Stream ist immer so ein, zwei Minuten Zeit verzögert zum Chat. Deswegen jetzt schon mal der Aufruf an den Chat. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie ruhig jetzt schon in den Chat. Ich notiere mir gerade so stichpunkthaft, was gefragt wird. Dann können wir das dann gleich nach der ersten Lesung, die Florian gleich bestreitet, gleich klären und noch ein bisschen plaudern. Jetzt erstmal Florian, er erzählt uns kurz was, worum es in seiner Geschichte geht. Und dann hören wir auch schon los. Und in der Zeit schalte ich Sören und mich mal ganz klein. Also sobald Ja, dann so nochmal. Und zwar geht es bei mir, also meine Geschichte heißt Die siebte Liebe Wahnsinn. Und in der geht es um den jungen Edgar Allan Poe, der ist zu der, also der Zeit, in der die Geschichte spielt, 14 Jahre alt und lernt eine Frau kennen, und zwar die Mutter eines Schulkameraden. Und er hat ja schon auch sehr früh angefangen zu schreiben bzw. zu dichten. Hat aber zu Hause in seiner, ja, bei seiner Mutter und seinem Adoptivvater da wenig Zuspruch bekommen. Und diese Mutter, diese Schulkameradin, die war die erste, die ihn darin bestärkt hat und die ihn da auch ernst genommen hat. Und da, für so einen jungen Mann, ist da auch relativ schnell mehr daraus geworden. Und das bleibt natürlich sein
Schulkameraden mich verborgen. Und da steigen wir jetzt in die Geschichte ein. Lass meine Mutter in Ruhe, Bastard! Roberts Gesicht war vor Wut rot angelaufen, als er mir nach der Schule auflauerte und mich auf dem Weg zu Helen abgefangen hatte. Er drückte mich mit seiner linken Hand in die Mauer eines Friedhofes, die rechte hatte er zur Faust geballt, bereit, sie mir jeden Augenblick ins Gesicht zu schlagen. Er reagierte meinerseits ebenfalls mit Zorn und schlug seine Hand beiseite. Verschwinde, Robert! Wenn deine Mutter meine Gesellschaft wünscht, solltest du ihr nicht widersprechen. Du hast bereits eine Mutter, Edgar. Jetzt wurde sein Ausdruck banal bedient. Aber die meine fühlt sich immer öfter nicht wohl. Sie ist krank, verstehst du? Krank? Davon habe ich bislang nichts gemerkt. Aber sei unbesorgt, ich will dir nicht deinen Platz als einziger Sohn streitig machen. Oder fürchtest du, ich werde sie ehelichen, um dir an deines Vaters statt Manieren beizubringen? Dreckiger Hund, schrie Robert und hielt mir seine Faust auf das linke Auge. Ich war völlig konsterniert und taumelte gegen die Mauer, an der ich hinunterrutschte. Robert standen Tränen in den Augen. Tränen der Wut und der Trauer, denn er hatte einen Freund verloren und fürchtete, nun auch seiner Mutter verlustig zu gehen. Für einen schrecklich langen Moment hatte ich die Befürchtung, er würde weiter auf mich einschlagen. Doch er schluckte nur einmal laut auf und rannte dann die Allee hinunter zum Anwesen seiner Familie. Der Geruch nach feuchter Erde und verrottendem Laub schlug mir in die Nase. Ich blieb eine Weile auf der kühlen Erde sitzen, betastete mein Auge, das langsam zuschwoll, und dachte über Robert und Helen. Wie einfach wäre es doch ohne ihn, nur mit ihr, meiner Helen, zusammen zu sein. Vielleicht sogar von ihm wegzugehen und gemeinsam zu leben, zu lieben und zu schreiben. Eine Ewigkeit schien es mir, verbrachte ich so in Gedanken versunken, ehe ich mich aufrappelte und langsam den Weg zu meiner Angebeteten schritt. Helen empfing mich überschwänglich und presste mich an sich, als sie sah, was mit meinem Auge geschehen war. Sie reagierte mit einer Fürsorge und Empörung, die eine Frau für ihren Gatten empfinden würde. Sie ist aber nicht eine Mutter für ihren Sohn. Oh Edgar, was ist mit dir geschehen? Wer hat dich so zugerichtet? Ich brauchte einen Moment, um meine Gedanken zu ordnen und genoss ihre streichelnden Hände. Ehe ich antworten konnte, eilte sie aus dem Salon und rührt ein feuchtes Tuch, mit dem sie dann mein gestelltes Auge abkühlte. Warum was? Sagte ich schließlich. Er ist eifersüchtig auf uns. Warum? Ich würde ihn wegnehmen. Ein eiskalter, grausamer Schimmer reflektierte in ihren Augen. Dann schaute sie mich traurig an. Der kleine, unwissende Narr. Du sollst zu schwer. Habe ich ihm nicht all die Liebe einer Mutter geschenkt? Was soll ich denn noch alles tun, wenn es ihm gut geht? Sag du es mir, Craig. Und sie die Stirn. Edgar. Er mich verwirrt, seltsam abwesend, als ob sie gerade aus einem tiefen Schlaf erwacht wäre. Mein Name ist Edgar. Stein straffte sich und nicht der Einfall in der Abendsonne. Dann war ich aus wie Helena, die schönsten Frau des alten Lebens. Jetzt gehen, Edgar. Ich bin aber doch plötzlich kalt und schneidend wie ein Messer, das in das Fleisch meiner Liebe schießt. Raus! Schließ mich voller Wut entgegen, als ich mich noch immer nicht berührte und sie anstarrte wie ein Kaninchen die Schlange. Sie packte mich mit enormer Kraft am Schlawittchen und zerrte mich durch die Eingangshalle zum Portal, wo sie mich losließ. Mit Tränen in den Augen und drei weichen Beinen taumelte ich die Treppe hinab. Dunkle Wolken zogen am Himmel herauf, Blitze zuckten am Firmament. Die ersten Regentropfen mein Gesicht berührten, brachen die Dämme und weinte hemmungslos, während ich nach Hause rannte. Dort von den Dämonen, die meine Helden in eine Kugel verwandelt hatten. Die nächsten Tage vergingen in einer quälenden Langatmigkeit. Ein heftiges Nervenfieber hatte mich ergriffen und zwang mich, das Bett zu beziehen. Mir war es gleich, ob es Tag oder Nacht war. Ich verbrachte die meiste Zeit ohnehin in einem Dämmerzustand zwischen Schlafen und Wachsein. War ich bei vollem Bewusstsein, soweit meine Gedanken bei Helden. Ich bewunderte ihn. Bin ich sie ebenso unter meiner Abwesenheit wie ich an der ihrigen? Meine Stiefmutter kümmerte sich um die Berührung und aufopferungsvoll um mich. Für sie war ich wieder der kleine Edgar, den sie einst im zarten Alter von 3 Jahren adoptiert hatte. Kränklich, nass und einsam.
mein Vater John Allan, und der sagt, du musst nur ein einziges Mal. Und bei dieser Gelegenheit besorgte er nicht, mir lautstark seine Unmut darüber kundzutun, dass ich ein voller Nutznutz sei, ihm bereits eine kleine Grippe ins Bett zwang. Also, er weicht nicht, er möchte gern nicht, aber dabei schon die freundlichste Berührung, die er in mich entdeckte. Denn klar, im Moment der Erkenntnis sorgte erst die Botschaft, dass auch mein Klassenkamerad Robert Stenner der Schule ferngeblieben sei, sowohl aufgrund einer schweren Lungenentzündung. Durch sonderbarer Zufall, dass wir beide zu derselben Zeit krank werden lagen. Ich erinnerte mich schmerzhaft an den unerbittlichen Zorn meiner stolzen Hähnen und fragte mich bang, ob sie Robert derart bestraft hatte, dass er die Nacht wirklich im Freien verbringen musste, bevor er derart krank wurde. Meine vollständige Genesung ließ mir jedoch erst eine persönliche Nachricht von Hähnen aus, die mir an den Dienste, der mir dazu getan war, heilig unter dem Siegel der Verschiedenheit zuspielte. War ein kleines, blassblaues Kuvert, das ich mit zitternden Fingern öffnete. Zitternd vor Erregung, nicht mehr zu tun, übers. Das Blatt war in der Mitte zweimal gefaltet und bestand lediglich vier Sätze darauf. Mein lieber Edgar, die Stunden werden zu Tagen, die Tage zu Monaten, die Jahren. Sehne mich nach dir und deiner Gesellschaft. Ich bin vereinigt der Dunkelheit und der Laune uns anwesend. Verzeih mir meine Laune. Liebe, die keine Helden. Schlagartig kehrte der Seele meiner Ausgezerrten wieder zurück. Endlich durfte ich wieder zu meiner Angelegenheit. Die Tiefschlag der Zorn des Zweifels und der Stachel der Melancholie in meinem Herzen, das mit meiner Hellen gänzlich verschmähen würde. Doch allein wenige Worte in ihrer Handschrift auf einem Blatt Papier vermochten mich in eines Augenblickes zurückzugeben, das die Pflege meiner Stiefmutter mit den Tagen verletzt hatte. Plötzlich erschien die Zeit bis zum Einbruch der Dunkelheit noch eine Ewigkeit weit entfernt. Die Aussicht, Hellen wiederzusehen, beflügelte mich mit meinen Gedanken, und so nahm ich mir sogleich Feder und Stift und begann die ersten Sätze eines Gedichts zu schreiben, dessen Worte einzig und allein an Hellen gerichtet waren. Langsam sank die Sonne ihren letzten den Horizont entgegen und ich musste nur noch einen Gedicht meiner Stiefmutter irgendwie ergehen lassen, der mir mit Freude erzählte, dass ich mich mit Angst in der Lage sah, die schwiedermordeten Karten wieder zu besuchen. Danach stand ich rasch auf, zog meine besten Kleider an, kletterte aus dem Fenster und spritzte aus dem Garten meiner Stiefmutter einige der schönsten Blumen, die ich zu dieser Jahreszeit noch finden konnte. Und ob der Himmel ein Einsehen mit mir habe, war es nicht nur wolkenfrei an diesem Abend, sondern auch mild von der Temperatur her. Ich rannte, so schnell mich meine Beine trugen, zum Anwesen des Dennerts, wo mich das Hausmädchen bereits im offenen Portal erwartete. Ohne die ich mir gut in der Öffentlichkeit auszutauschen, stürmte ich sogleich in den Salon, wo mich Hähnen mit ausgebreiteten Armen erwartete. Warf mich in ihre Umarmung hinein und klammerte ihren warmen Körper wie ein Ertrinkender die letzte Planke in seiner Reichweite. Nie mehr wollte ich sie loslassen. Und dann spürte ich ihre weichen Lippen an meinem Gesicht, ihren Atem an meinem Ohr und ihre Worte, die mir Haare zu Berge stehen ließen. So, Craig, mein Liebster, endlich bist du wieder bei mir. Er starrte mir direkt in den Armen dieses vermittelten Wesens. Ihren Ehemann, schrie die Gedanken in meinem Kopf. Ihren toten Ehemann. Hatten sie den Verstand verloren? Was war mit ihr geschehen? Offensichtlich waren ihre Stimmungsschwankungen und Gefühlsausbrüche Merkmale einer besonders typischen Nerven- oder Geisteskrankheit gewesen. Und ich hatte mich mir auf Gedeih und Verderb ausgegeben. Schlagartig wurde mir klar, dass ich nur eine Chance hatte, ihr zu entkommen. Ich musste sie in ihrem Wahn bestärken und durfte mir keinesfalls anmerken lassen, dass wir etwas an ihrem Verhalten abnorm fanden. Vielleicht spürte ich eine tiefe Traurigkeit in ihren Vorstellungen. Oh Helen, was ist dir geschehen? Welche finsteren Geschicke haben dich mir entrissen? Liebe ich deinen Körper nah bei mir, so ist mir dein Geist so entfernt wie niemals zuvor. Tränen drangen in meinen Augen und fühlte mich auf die Unterlippe, bis ich genug schmeckte. Nein, ich durfte mich nicht von meinen Gefühlen überwältigen lassen, musste stark sein. Erst mit dem Körper dicht an die Meinung, hielt mich an ihr fest, als sie sich unvermittelt wild und zügellos um meinen Leib zu reiben begann. Du wolltest diese laute, entbrannte Rakete und ihre weiche, warme Zunge mit an meinem Hals entlang zu meinem Ohr. Erschrocken stieß ich sie von mir und blickte ihr entsetzt in die Augen. Warum weißt du nicht ab, Liebster? Unverständnis und Sehnsucht starten aus mir.
letztlich mit diesen schrecklich einsam und verletzlich. Verzeih mir ihn. Und also bitte sag mir, du bist ein Robert, unser Sohn. Die letzten beiden Worte versetzten mir einen Schritt ins Herz. Und ich musste meiner Liebsten die Rolle ihres toten Gatten vorgaukeln und ihr quasi meinen eigenen Leben wieder präsentieren. Oh, wie ich ihn verabscheute. Ihn, der nur noch im Tod die Frau nehmen wollte, die ihr Leben alles bedeutet. Vielen Dank. Ja, das nenne ich mal einen sehr aufheiternden Beginn für diesen Abend. Oder sowas ähnliches. Nochmal kurz der Zuruf, weil ich gesehen habe, es gibt ein paar neue Leute. Wenn ihr Fragen habt, einfach in den Chat reinschreiben. Es hat ein paar Minuten Verzögerung. Ich notiere mir das dann auch. Wenn wir gerade mitten in einem Leseteil sind, stellen wir die Fragen dann danach. Jetzt aber mal so, um mal wieder auf was Positiveres zu kommen, bevor wir wieder in was Düstereres bei Sören eintauchen. Odem des Todes ist ja jetzt eine Kurzgeschichten-Anthologie. Was liegt euch denn mehr, Kurzgeschichten oder Romane? Und ich weiß, es ist eine gemeine Frage. Ja, das ist... also ich muss ja dazu sagen, dass ja also Romane schreiben ist ja für mich tatsächlich dann ein Lebensunterhalt auch. Ich schreibe ja hauptsächlich oder ja, das meiste eigentlich Romane, also man kann ja schon fast sagen, eine Welt. Und wobei es ja auch zwei, drei Teile gibt, die ja durchaus auch schon längere Romane die Größe haben, also zwei Teile, 200 Seiten, 200 verschiedene Buchseiten und in drei Teile dann schon 300. Und ich muss schon sagen, dass ich schon gerne episch, also dass ich schon gerne mich ein bisschen breiter aus, ja, breiter ausdrücke. Und, aber Kurzgeschichten, also ich kehre immer wieder gerne zu Kurzgeschichten zurück, weil sie mir einfach künstlerisch mehr Freiheiten geben als Roman. Also man auch mit eigenen Stilen ein bisschen experimentieren kann und auch mal sagen kann, irgendwie, ich kann auch mal was mit Felsen schreiben, ich kann mal mit Perspektiven spielen, ich kann ja alles einfach mal so ein bisschen ausprobieren und so gucken, ob mir das liegt. Beim Roman ist das ja so ein bisschen schwierig. Ne? Wenn ich dann irgendwann merke, in zehn Kapiteln oder das gar nicht, ne? Ja, dann steckt man da drin und hat entweder die Wahl, entweder ich weiß mich jetzt durch oder ich fange von vorne an. Ja, so irgendwie das mit. Ja. Du darfst mitreden, du sitzt da so still. Ich darf mitreden, ja, ich wollte den Herrn und Meister nicht unterbrechen. Also ich habe früher sehr oft und viel Kurzgeschichten geschrieben, aber mittlerweile bin ich mehr zum Romanschreiben übergegangen. Also ich habe das auch schon bei den Geschichten gemerkt, bei den Kurzgeschichten. Das Prägnante daran ist ja, dass die kurz sein sollen. Und irgendwie habe ich irgendwie das Faible fürs Langschreiben. Also ich hole dann immer gern aus und erzähle auch noch dies und das und jenes und denke dann auch komplexer. Und irgendwann habe ich dann auch gemerkt, dass die Kurzgeschichten nicht mehr nur 4-5 Seiten sind, sondern die wurden dann irgendwie auch 15-20 Seiten. Das war dann schon so ein deutlicher Hinweis darauf, dass ich, glaube ich, eher im größeren Maßstab denke. Aber prinzipiell ist eine Kurzgeschichte natürlich auch immer eine feine Sache. Weil natürlich, wie auch Florian und wie auch du weißt, ist nicht jede Idee, die man hat, genug für einen Roman. Man kann die natürlich ausbauen und man kann auch da einiges ja, da hinzufügen noch irgendwie. Aber manche Sachen sind als Kurzgeschichte super erzählt, würden aber als Roman gar nicht funktionieren. Und von daher bin ich da froh, dass es da beide Möglichkeiten gibt und auch die Novelle als Form dazwischen, wo ich halt dann da verschiedene Ideen ausprobieren kann, die es halt eben, wie gesagt, nicht in Romanform schaffen, weil sie halt vom Umfang her das einfach nicht hergeben. Von daher, ich mag beides, bin aber mittlerweile, wie gesagt, beim Roman mehr zu Hause. Also Twitter ist für keinen von euch beiden, was sehe ich richtig, ja? Nein, das sind wir zu wenig klar. Genau, das habe ich jetzt erwartet. Ja, dann habt ihr auch schon direkt meine nächste Frage, nämlich die Vorteile von einer Kurzgeschichte, direkt schon mit beantwortet. Also mit dem Gedankenlesen lasst ihr jetzt bitte. Gehen wir nochmal zu Poe. Was ist denn eure Lieblingsgeschichte oder euer Lieblingsgedicht
von ihm? Was er, wenn er so jetzt, also ihr habt ja gesagt, wie ihr zu ihm gekommen seid, aber was würdet ihr denn so jetzt in eurem jetzigen Lebensstadium sagen? Spricht euch am ehesten bei ihm an. Klassischerweise der Rabe, muss ich sagen, das ist einfach genau, ein langes Gedicht, ne? Und Kurzgeschichten, also das Kapitelsche Herz ist für mich eine seiner besten Geschichten und ich mag auch die Abenteuer des Arthur Gordon Pym, obwohl es ja offen endet, es hat ja keinen Schluss, was ich jetzt aber auch nicht wirklich tragisch finde. Und das würde ich sagen, sind so wirklich meine Favoriten. Und du scheinst es Sören schon wieder vorweggenommen zu haben? Habe ich das gerade richtig gesehen? Ja, also mit dem Rahmen, das habe ich ja eingangs auch schon mal erwähnt gehabt, dass ich den sehr beeindruckend finde, nach wie vor. Auch was die Länge des Gedichts betrifft, das ist schon eine feine Sache. Aber davon abgesehen, auch die eingangs erwähnte Mord in der Rue de Morgue ist für mich immer noch eine sehr faszinierende Geschichte. Die hat ja auch einiges mit Sherlock Holmes da gemeinsam. Da geht es ja eben um den perfekten Mord, den da ein super Ermittler aufklären soll. Und das fand ich schon sehr, sehr faszinierend. Zumal ja auch die Poe-Geschichte vor den Sir Arthur Conan Doyle-Geschichten rauskam. Daher, das ist schon ein großer Einfluss. Und natürlich die ganzen psychologischen Geschichten vom Herrn Poe finde ich sehr, sehr toll. Eben das verräterische Herz oder halt auch die eine Geschichte, wo die Leute da an dem Schloss festhängen, draußen das Ende der Welt langsam sich annähert und die da drin noch einen Maskenball feiern. Das hat schon sehr, sehr faszinierende Züge. Passt so zu heute. Masken und der Weltuntergang. Ja, so weit wechseln wir davon jetzt nicht mehr, ne? Hab ich auch nicht zufällig erwähnt. Ich stelle immer eine Frage und jeder Autor, dem ich sie stelle, ist total entsetzt und verwundert und weiß nicht, was er dazu sagen soll. Deswegen stelle ich sie so gern. Ihr habt beide schon garantiert ganz, ganz viele Interviews hinter euch. Also so oder so wie jetzt so vor Lesung oder so, wo ihr Fragen von Leuten gestellt wurdet. Welche Frage würdet ihr gerne mal gestellt bekommen? Ihr habt sie noch nie gestellt bekommen, aber jetzt habt ihr die Chance, sie zu beantworten. Das ist die Reaktion, die ich immer kriege. Es ist ja eigentlich meistens so, dass man immer die klassischen Standardfragen da bekommt, ne? Ob man davon leben kann und so. Und wie kommt man auf sowas? Aber das Umgedrehte, was noch nie einer gefragt hat, das ist natürlich interessant. Ja. Hätte mir spontan gar nicht so viel Habt ihr das nicht? Ich habe das so oft gehabt, dass ich dann gesessen habe und gedacht habe, boah, warum fragt denn nicht mal jemand nach? Schieß mich tot, jetzt gerade dann zu diesem bestimmten Buch, wo man dann... Also, ich meine, schön ist auch, wenn jemand das Buch gelesen hat und dann tatsächlich Fragen zu der Geschichte stellt oder dem irgendwelche Kleinigkeiten aufgefallen sind, die man da so als Gutzi mit eingebaut hat, die aber nicht jeder merkt. Das ist dann schön, wenn das jemand merkt und einen darauf anspricht. Das kommt aber leider nicht so häufig vor. Ja, genau das sehe ich halt auch. Ne? Also das ist halt bei bestimmten Romanen oder jetzt auch Serien, die ich schreibe, da hat man ja auch, da führt man ja tatsächlich auch häufiger mal Interviews und es sind halt doch meistens immer ähnliche Fragen, aber genau, dass man darauf eingeht, ne, was hat sie dir denn eigentlich bei der und der Figur vielleicht auch gedacht, ne, weil das ist ja das Schöne am Serienschreiben, dass man ja wirklich Figuren über mehrere Episoden entwickeln kann. Und also wie bei einem komplexen Roman und über 1000 Seiten. Ne? Also es gibt ja Figuren, die haben wirklich schon 5 Jahre begleitet und sind dann irgendwann gegangen. Und das war halt auch nicht immer so ganz einfach, muss ich dann sagen. So Fragen, wo ich jetzt sage, irgendwie wirklich gerne mal gestellt bekommen. Also jetzt allgemein betrachtet, das ist schwierig. Ihr könnt hier euch nie wieder darüber beschweren. Weil jetzt habt ihr die einmalige Chance. Ja, also es ist mir schon mal in den Sinn gekommen, aber wir fallen mir im Moment jetzt nicht wieder ein. Aber da bin ich ja schon mal beruhigt, dass es doch noch jemandem so ging wie mir, weil ich habe das so oft gehabt.
dann schon das fünfte Mal, wie kommst du auf diese Idee, wo man dann schon dieses Standard runterrattert, mehr oder weniger, wie man auf eine bestimmte Idee zu diesem bestimmten Buch oder so kam. Und irgendwie oft mich dann gefragt hat, Mensch, warum fragt denn niemand danach, nach genau diesem einen Detail, was man vielleicht in dem Roman versteckt hat, aber keinem, entweder es fällt keinem auf oder keinem hat so viel dem Bedeutung beigemessen, wie man gehofft hat. Ja, ich glaube, dazu muss man ja auch einfach ganz klar sagen, dass, ohne das jetzt in irgendeiner Form zu werten oder sowas, aber ich glaube, dass man ja als Erschaffer und als Schöpfer dieser Geschichte ja sich sowieso, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, die meisten Gedanken zu dieser Geschichte macht. Also ich hatte das ja mal auf Facebook so ein bisschen scherzhaft proklamiert, dass ich sage, Mensch, ne, wir schreiben irgendwie Wochen und Monate lang an einem Buch und freuen uns trotzdem, wenn der Leser das innerhalb von 2 Tagen runterschlingt. Ne? Also das. Ich kannte das halt mal so vom Koch oder sowas, der gesagt hat, boah, ne, ich habe mir das viel Mühe gegeben und das wird sich reingestopft, ne? Und ohne irgendwie diese Mühe anzuerkennen. Und beim Schriftsteller ist das ja genau andersrum. Ne? Das heißt, wenn jemand so diese Geschichte in sich inhaliert, dann fühlt man, ne, dann hat man es ja irgendwie geschafft, ihn so, ne? Und ich glaube auch nicht, dass man sich dann, natürlich ist es schön, wenn man auch eine nachhaltige Wirkung erzeugt. Und es gibt tatsächlich einen Zyklus, den ich für eine Serie geschrieben habe, wo ich sage, ja, man kann das runterbrechen auf, sage ich jetzt mal, 2 verschiedene Werbeparteien, die sich bekämpfen. Aber im Prinzip, was dahinter steckt, die Metaebene, ist der Krieg zwischen dem Matriarchat und dem Patriarchat. Und ich habe gesagt, ich kann mich jetzt natürlich darüber echauffieren, dass das keinem auffällt. Aber ehrlich gesagt muss ich auch sagen, finde ich es auch gar nicht so schlecht, dass das so explizit zumindest keinem aufgefallen ist, weil es dann halt, weil es sonst relativ schnell sehr verkopft wird und du eher noch Gefahr läufst, wenn dass da vielleicht noch jemand, dass da jemand noch Anstoß findet oder so. Und ich muss sagen, ich bin damit so ganz zufrieden. Ja. Dann würde ich Dem ist sagen, nichts hinzuzufügen. okay, ich habe noch ein paar Fragen. Lass auf dem Chat noch mal Zeit, ein paar Fragen zu stellen. Die machen wir gleich. Erstmal lassen wir Sören noch lesen, beziehungsweise erst erzählt er uns ganz kurz, worum es in seiner Geschichte geht. Und dann liest er und dann plaudern wir noch ein bisschen. Und ich schalte uns mal wieder klein. Ja, dann bin ich jetzt mal dran. Ich möchte heute ebenfalls eine Geschichte aus diesem tollen Buch hier lesen. Ich muss nur mal schauen, wie ich die Kamera halte, weil das verschwindet dann auf magische Weise. Die Geschichte, die ich vorlesen möchte oder die ich anlesen möchte, aber ich werde sie nicht ganz lesen, heißt Metzenger und da geht es um den ja noch recht jungen Edgar Allan Poe. Er ist erst Anfang 20, hat aber schon einiges erlebt in seinen jungen Jahren. Und ist dadurch etwas ja, vom Leben gebeutelt und weiß nicht so recht, was er mit seiner Zukunft noch anstellen soll. Und an einem dieser Punkte möchte ich da jetzt auch ansetzen und euch mal zeigen, was der gute Herr da Schönes erlebt. Verzweiflung und Unglück bewegten sich ungezügelt durch sämtliche Jahrhunderte. Sie machten weder vor dem Bettler noch dem Edelmann Halt. Und doch war es offensichtlich, dass einige mehr und andere weniger davon verfolgt waren. Was machte den Unterschied? Gab es überhaupt einen? Beinahe täglich dachte der junge Edgar Allan Poe über diese Frage nach. Auch jetzt, als er auf dem Baltimore Friedhof stand. Sein Herz war schwer. Es schien so stark auf seine Lungen zu drücken, dass selbst das Atmen große Mühe bereitete. War es das Schicksal, das einem den Leidensweg bereits in die Wiege legte, oder war jeder seines eigenen Unglücks Schmied? Welche Ereignisse seines bisher 22-jährigen Lebens hatte er wirklich beeinflussen können? Weder den Tod seiner Mutter noch die anschließende Trennung von seinen Geschwistern. Wie auch? Er war damals gerade mal 3 Jahre alt gewesen. Und was war mit den Wutausbrüchen seines Pflegevaters? Nicht einmal dessen Frau hatte etwas dagegen ausrichten können. Noch schlimmer wurde es, als sie vor 2 Jahren starb und Edgar mit dem Choleriker allein ließ. Er war froh, dass er nicht mehr in Richmond lebte. Aber hatte sich sein Leben seither verbessert? Auch jetzt stand er am Grab eines geliebten Menschen und hatte das Gefühl,
als würde es ihm das Herz zerreißen. Edgar biss die Zähne zusammen. Vielleicht half das ja, den Schmerz zu unterdrücken. Vor 2 Wochen war sein Bruder William an der verfluchten Seuche Cholera gestorben, die den ganzen Erdball fest im Griff zu haben schien. Gram um das, was war, nimmt Zuversicht, murmelte Edgar und ließ eine Handvoll Erde auf Williams Grab rieseln. Die Worte klangen gut und passten hervorragend zu dem Gedicht, an dem er momentan feilte. An eine im Paradies, lautete der Arbeitstitel. Seufzend richtete er sich auf. Wenigstens in der Poesie gab es eine gewisse Schönheit und Ordnung, die im wahren Leben oftmals verborgen blieb. Bedrückt schlurfte er zum Nordende des Westminster-Friedhofs. Er fühlte sich so verloren und alleingelassen, wie eine Insel inmitten eines gigantischen Ozeans. Was sollte er mit seinem Leben anfangen? Weshalb sollte er sich bemühen, wenn er am Ende genauso im Grab landen würde wie sein Bruder? Ein großer Schriftsteller würde vermutlich nie aus ihm werden. Als im Februar sein 3. Gedichtband erschienen war, hatte ihn, genau wie die beiden davor, kaum jemand zur Kenntnis genommen. Mit allen weiteren würde es vermutlich nicht anders verlaufen. Die Vorstellung aufzugeben war verführerisch. Wäre es nicht schön, sich einfach treiben zu lassen, sich keine Gedanken um Gegenwart und Zukunft mehr zu machen? Doch nur Sekunden darauf dämmerte ihm wieder, dass das Leben so einfach nicht funktionierte. Vor allem nicht für ihn. Tief in ihm lauerte eine Kreatur von finsterer Eleganz, die hinaus wollte, sich geradezu hinausdrängte. Sie zu ignorieren war unmöglich. Das Kirchengebäude war nur noch ein Steinwurf entfernt, bis er plötzlich ein leises Knistern fand. Es klang wie Holz im lodernden Kaminfeuer, aber weit und breit war kein Feuer von trockenem Holz ganz zu schweigen. In den letzten Tagen hatte es viel geregnet und der Boden war dementsprechend aufgeweicht. In dem Moment schob sich ein Schatten hinter einer Statue vorbei. Wahrscheinlich nur ein Ast, der vom Wind hin und her gepeitscht wurde. Doch Form und Bewegung passten zu keinem Baum. Außerdem bewegte sich der Schatten von Grabstein zu Grabstein, immerzu in seine Richtung. Das Knistern wurde lauter. Gleich darauf brummte es dumpf. Oder war es ein Grunzen? Edgars Nackenhaare stellten sich auf. Was näherte sich hier? Der Teufel, der ihn holen kam? Sein Mund wurde trocken. Er keuchte vor Angst und wich zurück. Anfangs noch zögernd, schon bald mit schnellen Schritten. Vorbei an den erst kürzlich geschlossenen Gräbern und den vielen ausgehobenen Erdlöchern, die dank der Epidemie bald gefüllt werden würden. Der Ausgang zur Fayette Street kam in Sicht. Draußen liefen eine Handvoll Menschen und Kutschen ratterten über die schlecht gepflasterten Straßen. Einige mutige Kinder ließen sich von der Seuche nicht einschränken und spielten zwischen den Gassen fangen. Wenige Meter rechts von ihm unterhielten sich eine ältere Frau mit einer anderen durch das geöffnete Fenster. So viele Personen. Das würde den Teufel hoffentlich abhalten. Aber was tat er, wenn der Höllenfürst weiterhin hinter ihm her war? Edgar schluckte hart und verwarf die gruselige Vorstellung. Als er sich nach den Friedhofsmauern umdrehte, war der unförmige Schatten verschwunden. Edgar konnte es kaum glauben. Vorsichtig schaute er sich nach allen Seiten um. Keine Spur mehr von dem Verfolger. Erleichtert atmete er auf. Stehen bleiben konnte er trotzdem nicht. Auf dem Weg nach Hause vermied er dunkle Gassen, Hinterhöfe und menschenleere Straßen. Dutzende Male drehte er sich um und lauschte, ob er das Knistern und Brummen irgendwo hörte. Er bemerkte nichts. Völlig beruhigen konnte ihn das jedoch nicht. Tante Marias Haus befand sich am Ostende Baltimores. Für Edgar war es der Ort all der Wärme und Zuwendung, die er in Richmond nie bekommen hatte. Sie und ihre 8-jährige Tochter Virginia waren so fürsorglich, als er die beiden Muddy und Sissy nannte und oft davon träumte, wie es gewesen wäre, bei ihnen statt in Richmond aufzuwachsen. Das warme Gefühl, als Sohn behandelt zu werden, anstatt als Mündel, so wie er von John Allen in der Öffentlichkeit immer bezeichnet wurde. Er seufzte, als er daran dachte, wie sehr sie ihm nach Williams Tod beigestanden hatten.
Sie hatten ihn in die Arme genommen und getröstet, wann immer sie sahen, dass er das Vertrauen nicht aushielt. Wenn er jetzt die Augen schloss, sah er immer noch seinen todkranken Bruder vor sich und fühlte sich schuldig, dass er nicht mehr für ihn hatte tun können, als neben seinem Bett zu sitzen. Aber durch Sisti und Madi war es deutlich erträglicher geworden. Beim Öffnen der Eingangstür klopfte sein Herz immer noch schnell, doch der Gedanke an seine Familie beruhigte ihn von Sekunde zu Sekunde mehr. Es war fast so, als könnte er sämtliches Übel der Welt draußen vor der Tür lassen. Er sah, wie seine Tante die Treppe hinaufgelaufen kam. Eddie, was ist denn mit dir passiert? Beim Anblick ihrer besorgten Miene wurde ihm bewusst, wie gehetzt er wirken musste. Es wäre der beste Moment gewesen, um ihr von dem Vorfall auf dem Friedhof zu berichten. Ihm dämmerte jedoch sofort, dass er das keinesfalls tun konnte. Seit Williams Tod war er schwermütig geworden und er wollte sie nicht noch zusätzlich beunruhigen. Nichts, Madi. Ich bin nur etwas außer Atem, weil ich das letzte Stück gerannt bin. Oh, du siehst so bleich aus. Ist wirklich alles in Ordnung? Keine Sorge, alles ist gut. Er setzte sein bestes Lächeln auf, schämte sich jedoch innerlich, seine Tante so anzugehen. Die Wahrheit konnte er ihr dennoch nicht verraten. Er versicherte nochmals, dass es ihm gut ginge und zog sich in die Dachkammer zurück, in die er erst vor wenigen Monaten mit seinem Bruder gezogen war. Oben öffnete er das Fenster und sog die kühle Abendluft ein. Am liebsten wollte er es Tag und Nacht offen lassen, um den Gestank von Krankheit und Tod loszuwerden, der jeden Winkel des Zimmers anzuhaften schien. Sofort waren auch die schrecklichen Erinnerungen wieder präsent, die er tagelang in Williams Bett gesessen hatte, als sein Bruder zunehmend austrocknete und sich sein Geist von Tag zu Tag näher trugte. Ihm beim Dahinsiechen zu beobachten, ohne etwas dagegen tun zu können, war erschütternd gewesen. Ohne Madis und Sissys Rückhalt hätte er die schrecklichen Tage nach Williams Tod nicht überstanden. Er ließ sich an dem kleinen Tisch neben dem Schreibtisch nieder, um das letzte Tageslicht für seine Schreiberei zu nutzen. Vielleicht für das innige Liebesgedicht, an dem er momentan arbeitete. Neben Leidenschaft sollte es all die Trauer und den Schmerz ausdrücken, die er seit Williams Tod mit sich herumschleppte. Doch so sehr er sich auch darauf zu konzentrieren versuchte, der Friedhofsvorfall drängte sich ständig dazwischen. Er raufte sich die Haare, fluchte und wurde wütend. Keine einzige vernünftige Zeile brachte er zu Papier. Nach der Dämmerung hielt er es daheim nicht mehr aus. Geld für einen Besuch in der Gaststätte besaß er eigentlich nicht. Trotzdem sehnte er sich nach dem süßen Trost, den der Alkohol so spielend spendete. Er vertrug nicht viel, dennoch wusste er, dass es bloß noch eine Frage von Minuten war, bevor er der Versuchung erliegen und die letzten Pennies für einen Krug Bier ausgeben würde. Aber dafür musste er erst mal dorthin gelangen. An jeder Kreuzung blieb er stehen und wog ab, in welche Straße mit Gaslaternen er gehen sollte und wo vielleicht mehr Fußgänger unterwegs sein könnten. Hinter jeder Hauswand befürchtete er ein erneutes Auftauchen des Teufels. Unentwegt blickte er sich in die Schulter, um sicherzustellen, dass er nicht verfolgt wurde. Und dann immer ein Geräusch hörte, ganz gleich, ob es ein leises Rascheln oder eine vorbeiratternde Droschke war. Er zuckte zusammen. Wie ein Knistern oder Brummen klang allerdings nichts davon. Dennoch, seine Stirn war schweißnass und sein Puls raste. Die beinahe Begegnung auf dem Friedhof hatte gewaltige Spuren hinterlassen. Einzig der Gedanke an einen beruhigenden Kopier trieb ihn weiter vorwärts. Nach einigen Minuten waren nur noch eine Handvoll Fußgänger unterwegs. Auf der Straße holperten zwei einsame Kutschen dahin. Für Baltimore Verhältnisse war es geradezu lächerlich. Edgar erinnerte sich noch gut, wie voll die Straßen und Fußwege vor wenigen Monaten noch in den Abendstunden gewesen waren. Doch seit dem Ausbruch der Cholera wagten sich immer weniger Leute nach draußen. Er fragte sich, ob sie den Höhepunkt der Epidemie bereits erreicht hatten oder ob dies lediglich der Anfang von einem endgültigen Ende war.
Wahrscheinlich konnte diese Krankheit oder eine ähnliche die ganze Menschheit ausrotten. Und wohin würden die letzten Überlebenden flüchten? Wohin flüchteten jetzt die Reichen? In ein abgelegenes Schloss? Es wäre auf jeden Fall eine großartige Idee für eine Geschichte. Die Ablenkung tat gut, wurde jedoch augenblicklich zur Nebensache, als er nur noch wenige Meter hinter sich wieder das verfluchte Knistern hörte. Edgars Magen verkrampfte sich. Hastig wirbelte er herum. Zu sehen war nichts. Trotzdem glaubte er nicht eine Sekunde lang, dass er sich getäuscht hatte. Ihm stockte der Atem, als er gleich darauf auch das dumpfe Brummen wieder vernahm. Kurz hielt er noch inne, dann stürzte er los. Möglichst weit und möglichst weg von hier. Am besten etliche Meilen zwischen sich und die Höllenkreatur zu bringen. Doch hinter der nächsten Kreuzung blieb Edgar wie angewurzelt stehen. Obwohl die Straße leer war, bewegte sich etwas im Schein der Laterne. 20 Meter entfernt. Im ersten Moment erschien es wie ein unförmiges Grollen und vielleicht war es auch ein Geröllhaufen. Doch nur Sekunden später richtete sich das Ganze auf und manifestierte sich zu etwas Riesigem mit Armen und Beinen, das beinahe die Häuser überragte. Wie der Belzebub, den er sich vorstellte, sah das allerdings nicht aus. Die Erscheinung knurrte etwas, das sich wie "Bleib stehen!" anhörte. Edgar dachte nicht im Traum daran, stehen zu bleiben. Panik eskalierte in seinem Inneren. Am liebsten hätte er um Hilfe geschrien, doch seine Kehle war so trocken, dass er nicht einmal ein Krächzen herausbrach. Er lugte über die Schulter. Das Wesen wirkte nun wie eine grotesk vergrößerte Version eines Menschen, und es jagte weiter hinter ihm her. Der Boden schien bei jedem seiner schweren Schritte zu erzittern. Die Versuchung war groß, eine Abkürzung durch eine Hinterhofgasse zu nehmen. Wahrscheinlich spekulierte die Kreatur sogar darauf. Und so hielt sich Edgar eisern an den Gaslaternen und war froh, zwei Straßen weiter endlich auf mehr Fußgänger zu treffen. Mit wildklopfendem Herzen drehte er sich um. Das Wesen war verschwunden. Ja, an der Stelle möchte ich aufhören, weil es soll ja auch noch ein Argument geben, das Buch zu kaufen. Und wer wissen möchte, wie es weitergeht, der sollte mal hier reinschauen. Ja, oder auch Vielen eine Dank der fürs anderen, Zuhören. oder auch eine der anderen Geschichten lesen Ja, möchte. selbstverständlich, naja. Ich möchte nur noch mal kurz anmerken, auch wenn das Buch erst jetzt rauskam, die Geschichte hat Sören nicht erst während Corona geschrieben, auch wenn es gerade so passen würde. Das ist Zufall. Auch FBN2 hat sie nicht erst zu Corona geschrieben. Ja, der hat, aber der hat ja dann noch ein paar andere Krankheitsausbrüche, die er sich aussuchen konnte. Ich finde es ja immer so faszinierend, wenn ich überlege, dass Stephen King, als er The Stand geschrieben hat, seinen Arzt gefragt hat. Also er war wohl gerade so eine Routineuntersuchung, als er sich über The Stand Gedanken gemacht hat und hat dann seinen Arzt gefragt: Du sag mal, wenn ich ganz schnell 90% der Menschheit umbringen müsste, was bräuchte ich dafür? Ja, ein Virus. Ja, gut, hallo Corona. Das fand ich nur immer so, ja, weil ja letztes Jahr viele, ah ja, von wegen, wie gefährlich das sein kann, so muss ich immer wieder an dieses Interview mit King denken, wo er von diesem Arztbesuch erzählte und ihm der Arzt da schon, ich glaube, 70ern oder wann war das denn? Also die Serie ist aus den 90ern, aber das Buch ist ja deutlich älter gewesen. Und Das ist ja, also, 1978. war 70er, deswegen, wo ich dachte, also Entschuldigung, aber Ja. so neu ist das jetzt mit dem Virus ausrotten nicht. Nein, natürlich nicht. Und ich bin auch sehr froh, dass Corona keine 90% Sterblichkeit hat. Nee. Ja, noch, was ich hier noch ein paar Fragen hatte. Es ist ja, das Ungewöhnliche an der Geschichte ist, dass es ja immer um Poe selbst geht und um Stationen seines Lebens. Normalerweise hat man als Autor ja so, man sucht sich irgendeine Figur aus, denkt sich eine aus oder lässt sich von einer Figur, die einem in den Kopf springt und sagt, hallo, hier bin ich, dazu verleiten, ihre Geschichte zu schreiben. Hier war das ja etwas ganz anderes. Ihr konntet nicht einfach sagen, ich mache den Poe jetzt zu einem Hippie in Flowergewändern und sonst was. Wie seid ihr denn vorgegangen, euch Poe als Figur zu nähern?
statt einer komplett eigenen Kreation? Das ist eigentlich gar nicht so schwer. Also man schaut sich halt die Station des Lebens des Mannes an und dann überlegt man, wo die Idee, die man da hat, am besten passen könnte. Ich habe ja auch in meiner Geschichte da die ein oder andere Anspielung eingebaut und da habe ich dann auch geschaut, ob diese Geschichten dann schon veröffentlicht waren und diese Texte oder eben auch, dass er da an einem gewissen Gedicht gearbeitet hat. Und so kann man halt dann schon das relativ eng zusammengrenzen und dann den Zeitraum abstecken, in dem die Geschichte spielt. Muss natürlich dann auch alles zusammenpassen. Wenn jetzt tatsächlich ja auch was mit Hippies und so gewesen wäre, es wäre jetzt schwierig gewesen so in der Zeit, aber mit irgendeinem gewissen Zeitreiseplot hätte man das vielleicht noch irgendwie einbauen können. Also, ne, Möglichkeiten gibt es da ja schon. Bei mir war es tatsächlich ein bisschen anders. Sören sagte ja gerade, man guckt halt, wo die Idee, die man hat, am besten reinpasst. Und ich habe mich ja viel mit Poe auch beschäftigt, auch vorab schon, und habe ja auch den Essay geschrieben über sein Leben. Und bei mir war es halt tatsächlich so, also Alicia hat natürlich im Vorfeld schon gesagt, es muss ja nicht unbedingt der Tod sein, ne? Weil sein Tod war ja so ein bisschen mysteriös und sie befürchtete dann, dass wenn sie 10 Autoren fragt, dass die 12 sagen, ja, ich möchte über seinen Tod schreiben. Und da habe ich gesagt, nee, ich habe, als ich mit Ich seinem muss Leben, mal seiner ganz kurz Biografie. weg. Kann ich weitermachen? Ja. Ja, mach immer, mach die Als ich Ruhe. mich damit beschäftigt habe, da fiel mir halt wirklich, da kam wirklich dieser Punkt mit seiner Jugendliebe, diese Jane Stannard, also die er ja nur Helen nannte und für die er dieses Gedicht, das es ja tatsächlich gibt, auch geschrieben hat, das hat mich tatsächlich von vornherein angesprochen. Also sie ist ja dann auch geistig und nachtlich gestorben, also sie hatte diese Geisteskrankheit und das war für mich wiederum der Punkt, wo ich gesagt habe, irgendwie, jawohl, das ist eigentlich die Station, die mich am meisten anspricht, ohne dass ich vorab schon irgendwie eine Geschichte oder einen Plot irgendwie im Kopf hatte. So kann man das natürlich auch machen. Also ich hatte auch überlegt, da irgendeine spezielle Station da zu nehmen. Ich meine, ich habe ja auch den Punkt genommen, wo er da frisch nach Baltimore gezogen ist. Das ist ja auch eine wichtige Station in seinem Leben, wo er auch eben noch nicht so ganz weiß, was er mit seiner Zukunft machen soll. Es sind schon zwei Gedichtbände erschienen, aber nicht wirklich erfolgreich. Und jetzt ist er am Überlegen, ob er das nicht aufgibt. Das war für mich auch ein sehr, sehr interessanter Punkt. Ja, weil dort hat er ja versucht, sich quasi schon Namen zu machen, ist ja quasi schon gescheitert, ne? Ganz genau, ja. Und ich meine, das mysteriöse Ende von Edgar Allan Poe, das zu nehmen, das wäre natürlich eigentlich zu einfach gewesen. Das war für mich eigentlich von Anfang an klar, dass ich das nicht nehme, weil da gibt es bestimmt schon 1 Million Geschichten drüber. Und das könnte man so machen, aber wie gesagt, mir persönlich war es zu simpel. Ich habe mir gedacht, wenn, dann mache ich das richtig und nehme irgendeine etwas unbekanntere Station seines Lebens und baue da eine schöne Geschichte ein. Auch was ich auch nochmal dazu sagen wollte, also ich habe es ja bei mir tatsächlich aus der Ich-Perspektive geschrieben und das fiel mir wiederum dann auch wieder einfacher, mich dann in diese fremde Figur, also in diese historische Figur, sage ich jetzt mal, auch hineinzuversetzen. Also wo ich dann, ne, jetzt muss ich auch sagen, dass jetzt Edgar Allan Poe, aber auch H.P. Lovecraft oder so, dass das ja alles schon, sage ich jetzt mal, ja, sehr melancholische Charaktere gewesen sind. Aber es waren ja auch Schriftsteller. Also ich glaube, da findet man an diesen Figuren genug Anknüpfungspunkte, wo man sich dann auch wiederfinden kann und wo man mit dieser Figur auch, das macht man ja nicht anders, wenn man jetzt eine eigene Figur empfindet. Da bringt man ja auch eigene Persönlichkeitsaspekte mit rein. Also ich fand es jetzt nicht schwierig, irgendwie Edgar Allan Poe jetzt zu beschreiben. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Das auch nicht. Ich hatte mir da aus Recherchegründen da halt natürlich etliche Geschichten nochmal angeschaut, um halt nochmal das Gefühl auch zu bekommen. Und ich glaube, ich habe auch das ein oder andere Essay noch gelesen. Deins nicht, das gab es ja damals noch nicht. Also die einzige Ausnahme. Das ist natürlich auch eine gute Inspirationsquelle gewesen. Aber ich versuche da auch immer schon, mich sehr in die Charaktere hineinzuversetzen. Das geht natürlich meist nur, wenn man sich mit dem Werk oder halt den Hintergrundinformationen, die es schon gibt, da beschäftigt. Ja. Genau.
So, Frau Annika ist auch wieder da. Ja, ich wollte euch nicht unterbrechen. Ihr habt euch so schön Ach, unterhalten. wir sind gerade fertig geworden. Ja, genau. Bereit für die nächste Frage. Ja, Stationen seines Lebens. Wart ihr denn mal da? Also nicht in seinem Leben, aber an den Stationen. Habt ihr schon mal eine Reise dahin gemacht? An Nach irgendeinen von den Deutschland? Orten? Nein. Ich habe das leider auch noch nicht geschafft. Also, ich habe es zwar schon in die Staaten geschafft, aber jetzt nach Baltimore oder so oder nach Richmond, das, nein, leider nicht. Ich habe es auch noch nie nach Providence geschafft, was ich mir auch schon länger mal vornehme. Aber das ist ein anderes Thema. Ich glaube auch, dass tatsächlich Das zum ist eine Beispiel bei, Frage des Geldes. ja, ich glaube auch bei Large Prep ist tatsächlich auch so, dass, also so ist es zumindest bei mir in der Vorstellung, dass man da, glaube ich, mehr in Neuengland oder Providence oder sowas an Anleihen findet. Ich glaube, bei Poe hat sich einfach viel in seinem Verstand abgespielt. Sicherlich, ja. Ich habe tatsächlich keine Davon Fragen. Ihr habt abgesehen, mich die rausgefunden. Geschichten von Poe und Lovecraft, die sind ja auch schon eine Weile her. Also das ist ja alles in den ja, in den letzten 2 Jahrhunderten gewesen. Da hat sich ja ein bisschen was getan, auch in der Welt seither. Von daher, man findet zwar noch das Geburtshaus und so, und vielleicht auch den einen oder anderen schon einiges mehr an Fantasie, um sich da wieder reinzudenken. Ja, das war jetzt nur die Katze. Ach, die Katze, ja. Ja, die typische Katzenmanier, nicht Ja, rein das oder wäre eine nicht Geschichte raus von wollen. Poe. Stand dann in der Tür und wollte wieder rein und raus. Der ist es hier drin halt auch zu warm. Das will was heißen. Verstehe ich. Ja. Ja. Habt ihr noch was, was ihr zu dem Buch unbedingt sagen wollt? Außer kauft es. Also, also für mich ist, muss ich halt ganz klar sagen, also ich habe mich sehr gefreut, als es halt hieß, es ist halt eine Neuauflage, weil ich persönlich muss jetzt sagen, also von all den Kurzgeschichten, die ich geschrieben habe, das ist natürlich immer so ein bisschen schwierig als Autor selber, aber diese Kurzgeschichte ist für mich persönlich tatsächlich eine der wichtigsten, also für mich selber und wo ich auch sagen muss, eigentlich. Wie gesagt, es ist halt schwierig, das von sich auszubehaupten, aber ich glaube, ich eine der atmosphärisch dichtesten, die ich geschrieben habe. Und deswegen war ich ganz froh, dass es in dieser Form wieder geschafft hat, auf den Markt zu kommen. Ja, ich möchte noch hinzufügen, dass das Buch ja ein schönes Hardcover ist und die meisten Anthologien, in denen ich drin bin, sind Taschenbücher. Und von daher ist da hier so ein etwas härteres Buch, warte mal, ich muss es so in die Kamera halten, so ist besser, hat schon eine ganz andere Baustelle. Das ist ja auch ein gebundenes Buch, man hat hier so ein Bändchen dran und sowas. Das ja, hat man bei der kostengünstigeren Variante nicht. Allein das ist ja eigentlich schon ein Kaufgrund. Ja, Und ich muss die. auch noch dazu sagen, es ist ja, also, ne, ist ja jetzt keine Vermarktung hier oder so, ich meine, ein bisschen schon, klar. Ne, also kauft ihr jetzt das Buch, kriegt ihr noch ein zweites dazu mit. Aber was ich halt immer wieder schön finde, ist zeitnah, ist es, also ich veröffentliche ständig Kurzgeschichten, aber es ist jetzt kurz vorher eine andere Kurzgeschichtensammlung erschienen, wo ich auch drin bin, und es ist wirklich sehr extrem, wie sich doch tatsächlich unter Aufmachung und auch Gestaltung unterscheiden können. Was ich nämlich hier auch besonders schön finde, ist, ne, dass man hier zum Beispiel auch so Illustrationen drin hat. Ne, dass Das stimmt. man, also auch so hier die Titelgestaltung zum Beispiel, die finde ich auch sehr schön. Ich weiß nicht, ob das hier so zu sehen ist. So. Und dann, was hier auch bemerkenswert ist, ist Szenentrenner, wenn man das sieht. So. Ja, die Und Totenköpfe. dann ist natürlich auch, das finde ich, das muss erwähnt werden, weil ich jetzt halt jetzt das umgekehrte Beispiel jetzt erst hatte, wo nur die Kurzgeschichte abgedruckt war, der Name des Autors und sonst nichts. Keine Information über den Autor, was er macht. Und das finde ich hier, also hier gibt es nicht nur eine kurze Vita, sondern halt auch wirklich jeder Autor mit Foto. Und das finde ich schon sehr, sehr bemerkenswert. Und das
unabhängig jetzt davon, dass ich jetzt in den Kategorien ist, muss man das einfach erwähnen. Also ich finde, das ist einfach ein Service, der gewürdigt werden muss. Ja. Ja, die Edition Media Noctis, von der Odem des Todes ja der erste Band ist, wird immer Hardcover mit Faden, also Fadenheftung wirkt richtig und Entschuldigung, mit Leseband sein. Also die ganze Edition Media Noctis werden Hardcover. Wird sowohl Romane als auch Kurzgeschichten und immer so in Anlehnung an Poe. Also nicht immer wirklich über Poe oder von ihm, aber so in seinem Stil und Gedächtnis. Schön schaurig. Das finde ich ja auch nochmal bemerkenswert, dass es hier wirklich über Poe geht in diesem speziellen jetzt. Ne? Also nicht nur im Stil, sondern dass Poe in der Regel Protagonist ist. Und also man hat ja auch den Essay am Ende, der ja dann auch ein bisschen zeigt, okay, was ist jetzt davon real gewesen, was ist Fiktion. Ich finde, das ist in dieser Form im deutschsprachigen Raum zumindest einzigartig. Ein schönes Buch geworden. Ja. Und ich glaube, das weiß jetzt nicht, wer da alles zuguckt oder sowas und wer vielleicht die Erstauflage aus dem Pressverlag kennt. Es sind ja auch neue Geschichten dann drin. Genau. Also, ja. Barbara Büchner. Barbara Büchner, Tanja Carpenter. Genau. Ja. Habt ihr noch was zu sagen? Jetzt habt ihr noch die Chance, etwas Wichtiges loszuwerden. Ja. Wunschlos Glückwunsch. Bitte? Ich freue mich über jeden, der zuhört und der liest. Das ist ja in der heutigen Zeit nicht mehr so selbstverständlich. Das stimmt. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, wir verabschieden euch in einen hoffentlich bald abkühlenden Abend. Habt noch einen schönen Sonntag. Nächste Woche bin ich ganz allein hier, ohne irgendwen, nur mit mir und meinem Buch, Das Geheimnis von Finn Hall. Das stelle ich euch dann nächste Woche vor. Bis dann, bleibt dem Kanal treu und habt noch einen schönen Abend. Tschüss! Tschüss!